Willkommen. Ich hatte in einem der letzten Videos die Bestandsveränderung dem Grunde nach erklärt und mich in die Äußerung hineingesteigert, dass die Buchungssätze in der Prüfung höchstwahrscheinlich nicht gefragt werden. Gleichwohl helfen die Buchungssätze, den Sachverhalt zu verstehen. Deswegen diese Mindmap, wo wir uns die Buchungssätze nochmal anschauen. Aber wir gehen noch einen Schritt zurück und sagen, was ist eine Bestandsveränderung? Es gibt drei Fälle grundsätzlich. Und zwar, der erste Fall ist Produktion gleich Verkauf. In diesem Fall gibt es keine Bestandsveränderung. Ja, also der Fall ist hier nicht relevant. Anders sieht es aus beim zweiten Fall, nämlich zweitens Produktion größer Verkauf. Das ist der grundlegende Fall. Ohne diesen Fall gibt es den dritten Fall nicht, der dann lautet in der Folgeperiode Produktion kleiner Verkauf. Das geht nur, wenn vorher in der Vorperiode die Produktion größer war als der Verkauf. Das sind die drei Fälle, beziehungsweise vor allem ist es hier der zweite Fall, den wir brauchen für die Bestandsveränderung. Das Ganze hat zu tun mit dem Gesamtkostenverfahren. Also das Verfahren hier ist das Gesamtkostenverfahren. Es gibt noch das Umsatzkostenverfahren, das aus der angelsächsischen Art kommt zu bilanzieren. Das Umsatzkostenverfahren kennt keine Bestandsveränderung. Ja, das Verfahren, wenn wir Bestandsveränderungen haben, auch in der Prüfung, muss es das Gesamtkostenverfahren sein und der Name sagt es schon. Die gesamten Kosten werden erfasst und nicht nur die umsatzbezogenen Kosten. Die gesamten Vorgänge werden erfasst und nicht nur die umsatzbezogenen Vorgänge. Was ist hier der entsprechende Vorgang? Bezeichnen wir zunächst mal diesen Fall hier als Bestandsmehrung. Bestandsveränderung bedeutet Bestandsmehrung und Bestandsminderung. Nehmen wir das auch direkt hier auf. Bestandsminderung. Das sind die beiden Varianten der Bestandsveränderung. Bestandsveränderung ist also der Oberbegriff. Die beiden Spielarten, die es dann gibt, ist die Bestandsmehrung und die Bestandsminderung, zwar genau in dieser Reihenfolge. Schauen wir uns also hier unseren zweiten Fall an, die Bestandsmehrung, vor allem im Hinblick auf die Buchungen. Stellen wir uns ein praktisches Beispiel vor. Ich habe in meinen Unterlagen Fahrräder genommen. In einer der letzten Prüfungen waren es Tische, ist völlig egal. Ja, der Gedanke ist, dass wir Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe plus Know-how, plus menschliche Arbeit, plus Kreativität, plus vielleicht noch eine Marke kombinieren und ein Halbfertigfabrikat dort haben oder ein Fertigfabrikat. Hier in dem Fall gehe ich aus von Fertigfabrikaten. Die Bestandsveränderung bezieht sich aber auch auf Halbfertigfabrikate. Wann immer ich also aus Rohhilfs- und Betriebsstoffen mehr mache im Produktionsprozess, also eine Wertschöpfung vollziehe, habe ich eine Bestandsmehrung. Und hier im Fall von Fahrrädern, also wir haben folgende Situation. Wir haben Herstellung oder sagen wir Produktion, um hier in der Terminologie zu bleiben, Produktion 2000 Fahrräder. Ich schreibe F für Fahrräder. 2000 Fahrräder und der Verkauf ist aber nur 1500 F für Fahrräder. So, was haben wir also? Wir haben eine Bestandsmehrung. Wir haben 500 Fahrräder auf Lager. Wir haben auf Lager produziert, kann man sagen. Aber vorher waren auf dem Lager nur Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Jetzt sind dort fertige Fahrräder. Also hier hat eine Wertschöpfung, eine Werterhöhung hat hier stattgefunden. Und unser Aufwand bezieht sich auch auf 2000 Fahrräder, weil wir 2000 Fahrräder
produziert haben. Wir haben aber nur 1500 verkauft. Das heißt, wir können das Problem folgendermaßen formulieren. Das Problem lautet Aufwand für 2000 Fahrräder, denn die haben wir produziert, aber der Ertrag oder Ertrag, kann auch Erträge, ne? Erträge sagen, für 1500 Fahrräder. Aufwand für 2000 Fahrräder, weil wir die produziert haben, Ertrag für 1500 Fahrräder. Hier haben wir also ein Missverhältnis. Der Mengenbezug ist nicht der gleiche. Es sind einmal 2000 und einmal 1500 Fahrräder. Das müssen wir jetzt buchungstechnisch ausgleichen. Wie machen wir das? Wir haben ein Konto, nehmen wir erstmal die Konten auf. Wir haben ein Konto, Konten, Fertigerzeugnisse. Und wir haben ein Konto Bestandsveränderungen. Das sind die Konten, die wir jetzt hier brauchen. Dazu brauchen wir später noch dann das Konto Gewinn- und Verlustrechnung, die GUV, Gewinn- und Verlustkonto, brauchen wir also auch. Mit diesen Konten wollen wir jetzt dieses Missverhältnis, diesen unterschiedlichen Mengenbezug ausgleichen. Wie buchen wir? Wir haben zunächst mal auf dem Konto Fertigerzeugnisse einen Schlussbestand laut Inventur. Ja, das müssen wir uns klar machen, dass wir hier nicht den Schlussbestand durch Saldierung des Kontos erzielen, sondern laut Inventur. Also SB, Schlussbestand laut Inventur, schreiben wir es noch dazu, Schlussbestand laut Inventur. In der Prüfung ist das dann angegeben. Der Schlussbestand laut Inventur und der Schlussbestand laut Inventur wird mit den Herstellungsaufwendungen angesetzt. Ja, wir haben also Schlussbestand laut Inventur mit Herstellungsaufwand. Ja, bitte nicht mit dem Verkaufspreis hier hingehen, das wären unrealisierte Gewinne, die wir hier ausweisen. Wir nehmen jetzt mal spaßhalber an, dass der Herstellungsaufwand für ein Fahrrad 100 Euro betrage. Wohlgemerkt, das ist nicht der Verkaufspreis, sondern der Herstellungsaufwand pro Fahrrad. Das heißt, wir haben hier einen Schlussbestand von 50.000 Euro, weil wir jetzt hier ja nicht 500 Fahrräder reinschreiben, sondern immer in den entsprechenden Eurowert gehen. Keine Mengen, sondern Werte stehen ja nachher in unserer Buchhaltung. Aber die 50.000 sind 500 Fahrräder, jedes Fahrrad einzeln mit 100 Euro multipliziert, ergibt 50.000. Das ist unser Schlussbestand laut Inventur. Dieser Schlussbestand laut Inventur steht auf der Habenseite unseres Kontos Fertigerzeugnisse. Ja, auf der Habenseite unseres Kontos Fertigerzeugnisse. Na, davon reden wir hier. So, und jetzt kommt der entscheidende Buchungssatz. Und zwar lautet der Buchungssatz per Fertigerzeugnisse 50.000 an Bestandsveränderungen. Also wir buchen Buchung per Fertigerzeugnisse oder Fertigfabrikate, wie auch immer, an Bestandsveränderungen. Ich kürze das Konto ab. Bestandsveränderung BV, und zwar buchen wir 50.000 Euro. So, damit ist das Konto Fertigerzeugnisse
ausgeglichen. Auf der Haben-Seite standen 50.000 Euro und jetzt haben wir auf der Soll-Seite per Fertigerzeugnisse auch 50.000. Damit ist das Konto ausgeglichen. Das Konto Fertigerzeugnisse ausgeglichen. Auf dem Konto Bestandsveränderungen stehen jetzt auf der Haben-Seite 50.000 Euro. Jetzt kommt der zweite Buchungssatz. Das ist also hier die erste Buchung. Jetzt kommt die zweite Buchung. Zweite Buchung. Wir buchen per Bestandsveränderung. Ich kürze wieder ab. Per BV an G und V. Das ist die zweite Buchung. Damit ist auch das Konto Bestandsveränderung ausgeglichen. Und auf dem Konto Gewinn- und Verlustrechnung haben wir jetzt folgendes Bild. Wir haben auf dem Konto G und V auf der Sollseite haben wir stehen Aufwendungen für 2000 Fahrräder. Und auf der Habenseite des G und V-Kontos haben wir stehen Umsatzerlöse, ich kürze ab, UE, Umsatzerlöse für 1500 Fahrräder und durch unseren Buchungssatz von gerade per Bestandsveränderung an G und V 50.000, sollte man noch dazu schreiben hier, haben wir hier die 50.000 Bestandsveränderung für 500 Fahrräder. So, damit haben wir im Gewinnflusskonto die Gleichheit des Mengenbezugs wiederhergestellt. Auf der Aufwandseite des Gewinn- und Verlustkontos, der Soll-Seite, stehen sowieso die Aufwendungen für 2000 Fahrräder. Warum? Weil wir 2000 Fahrräder produziert haben. Auf der Habenseite des Gewinn- und Verlustkontos, wo ja als der wichtigste Posten die Umsatzerlöse stehen, haben wir nur die Umsatzerlöse für 1500 Fahrräder, die wir jetzt natürlich verkauft haben für über 100 Euro. Also es ist irgendein Betrag, den wir nicht kennen, der über 100 Euro liegt, den wir multiplizieren mit 1500 Fahrrädern. Dann haben wir den entsprechenden Wert in Euro plus 50.000 Euro Bestandsveränderung für 500 Fahrräder. So, und damit haben wir den gleichen Mengenbezug. Das Konto Fertigerzeugnisse wird dann noch über Schlussbilanzkonto abgeschlossen. Wir buchen per Schlussbilanz an Fertigerzeugnisse. Das ist im Prinzip dieser Buchungssatz hier. Ja, Endbestand laut Inventur und der wird dann direkt auch in das Schlussbilanzkonto gebucht. Ja, der steht also auf dem Konto Fertigerzeugnisse, steht das Ganze im Haben und im Schlussbilanzkonto, wo ja die Vermögenswerte auf der Aktivseite stehen, steht das im Soll. Also nehmen wir das noch auf. Die Buchung lautet hier per SBK, per Schlussbilanzkonto, an Fertigerzeugnisse 50.000 Euro. Das ist der Buchungssatz, der korrespondiert mit dem Schlussbestand, den wir auf dem Konto Fertigerzeugnisse auf der Habenseite eintragen. Diesen Wert muss uns die Aufgabenstellung geben. Ja? Das sind also die Konten und die Buchungssätze, also Konten und Buchungen müsste dieser Ast hier korrekt heißen. So, und damit haben wir diesen zweiten Fall hier. Der erste Fall ist ja kein Fall von Bestandsveränderung. Den zweiten Fall der Bestandsmehrung buchungstechnisch erledigt. Ja, Konten und Buchungen für Bestandsmehrung. So, sodass wir in einer weiteren Mindmap noch die Bestandsminderung dann nehmen können in der nächsten Periode, wenn wir vom Lager verkaufen.
Ja, nehmen wir es hier für Bestandsmehrung und dann machen wir noch eine weitere Mindmap in einem weiteren Video für die Bestandsminderung. So, damit haben wir alles noch im Blick hier. Das ist die fertige Mindmap. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.